komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. So, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dass er mich besser sieht, wie ich euch sehe. Ich habe noch nie gepredigt mit Sonnenbrille, aber morgen bringe ich sie vielleicht mit. Okay. Ich bin froh, heute Abend bei euch zu sein. Dankeschön für die Einladung. Und ich bin ja in Mitte vom Schwäbischen Land, glaube ich. In der Fabrik von Maultasche. Ich habe schon in alle Ecke gepredigt, aber noch nie in der inneren Fabrik von Maultasche. Ich bin gerade eingekommen. Kennt ihr die Geschichte, wo ein Schwabe zum Geistheiler geht? Ein Schwabe hat Migräne, wochenlang, der Arzt kann ihm nicht helfen. Und er sagt ihm jemand, du, es gibt einen Geistheiler, geh mal zu dem. Dann geht er zum Geistheiler und der Geist sagt, kommen Sie rein, was haben Sie? Oh, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Er sitzt sich da auf die Couch, da sitzt er sich nicht mehr dran, geben Sie mir Ihre Hand, und dann gibt er die Hand und dann sagt er, Sie sind geheilt, Sie sind geheilt, Sie sind geheilt. 50 Euro. Und der Schwabe sagt, kann ich Ihre Hand nehmen? Nimmt er die Hand und sagt, Sie haben das Geld, Sie haben das Geld. Ich kenne nur einige schwäbische Witze, aber die kommen morgen dran, okay? Aber jetzt richtige Geschichte von hier. Vor über 30 Jahren, als ich nach Deutschland kam, habe ich gearbeitet im Außendienst für eine Firma in Köln. Der Sitz war in Köln. Und ich habe das Gebiet hier, das ganze schwäbische Gebiet gehabt. Und meine Kunden waren Motorradhändler. Und die waren Motorradhändler und dann bin ich immer sie besucht. Und ihr wisst ja, wie es auf der Schwäbischen Alb ist, dann tut man Schwäble. Aber richtig. Und dann hat man der Geschäftsführer von Köln gesagt, Herr Fei, ich möchte mal mitgehen, ich war noch nie da unten, ich möchte gerne mit Ihnen einige Kunden besuchen. Sage ich, ja, gehen Sie mit. Und dann kommt er her und du weißt doch, diese richtige Schwabe, wenn sie hinter der Theke stehen, dann spreche die Schwäbisch, da gibt es nichts auf der Alb. Und dann hat er mein Geschäftsführer anfangen so Hochdeutsch von Kölsch zu reden und der andere hat richtig Schwäbisch geredet und mein Chef, der Geschäftsführer, hat kein Wort verstanden und dann habe ich als Franzose übersetzt. Von Schwäbisch auf Hochdeutsch. Das war meine erste Dolmetscherarbeit in Deutschland. Und ich kenne das Schwäbische gut, weil ich bin ja nicht nur ein Franzose, ich bin Elsässer und mein Papa war schon als Kind sehr deutsch angehaucht. Und bei uns im Elsass, wenn man über die Grenze geht, sagt man nicht, man geht zu der Deutschen, sondern wir gehen zu der Schwabe, zu der Schwabe. Und für uns, für mich als Kind, war er immer Deutschland, ganz Deutschland war ein Schwabe. Und ich habe erst ein paar Jahre später gelernt, dass nicht ganz Deutschland Schwabe sind. Ich finde es schade. Das Schaffe, Schaffe, Häusel bauen, das ist gar nicht schlecht, gell?
So, jetzt komm, mach. Hat Gott etwas für uns? Was denkt ihr? Weißt du, ich will euch gleich sagen, ich bin kein Prediger. Und wenn einer da ist und ich möchte schöne Predigtere, sage ich, du verlierst deine Zeit, geh nach Hause. Ich bin kein Prediger, ich habe es nicht gelernt und werde es auch nie sein. Ich möchte nur weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und heute Abend gab er mir ein Wort und ich möchte euch das mitteilen. Vielleicht noch ein Charakterzug von mir. Ich gehe so gern gegen den Strom. Ich bin kein Mehrheit-Typ. Mein ganzes Leben bin ich nie der Mehrheit nachgelaufen, sondern wenn ich überzeugt war von etwas, dann habe ich es gemacht. Ich möchte euch ein Wort vorlesen von Jesaja. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Jesaja ist der Prophet, der Meister ins Neue Testament. So, wenn du Huren runter machst, immer ganz langsam, schon schrecklich. Und ich, weißt du, mein Herz, und da falle ich tot um, musst du weiter predigen. Und Jesaja ist der Prophet vom Alten Testament, der am meisten ins Neue Testament reingeschaut hat. Er hat am meisten gesehen, die Visionen von Jesus von allem. Und ich weiß, ob du weißt, ein prophetisches Wort, wie 3000 Jahre alt ist, wenn der prophetische Geist es berührt, wird es wieder aktiv heute. Das ist das Prophetische. Wenn Gott in der prophetische Geist drauflegt und wird ein prophetisches Wort, wie 3000 Jahre alt ist, wird es wieder aktiviert. Und glaubt ihr, dass Gott das heute Abend machen kann? Und das erste Wort, was der Prophet sagt, ist freudig. Jetzt möchte ich euch etwas fragen. Wenn der Prophet sagt, weil Gott ihm gesagt hat, sag im Volk, freut euch, ist das eine Empfehlung, ist das ein Rat oder ist das ein Befehl? Sicher. Verstehst du? Und wenn Gott einen Befehl gibt, wollen wir es nehmen? Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, wenn Gott sagt, freu dich, mal sehen. Wisst ihr, was mal sehen bedeutet? Ist ein religiöses Nein. Der Prophet oder Gott sagt durch den Prophet, freu dich. Und jetzt bist du da und ich weiß ganz genau, Piero, hast du die Zeitung nicht gelesen, was in der Ukraine passiert? Tausende Leute sterben, die Bomben. Hast du gesehen mit der Inflation? Unsere Rente wird aufgefressen. Wie geht es denn in die Zukunft? Vielleicht geht das ganze Geld kaputt. Piero, und jetzt sollen wir uns freuen. Hast du gesehen, was geschieht? Corona und andere Sachen, es geht immer weiter, es hört davon nicht auf. Hast du gesehen, was geschehen wird mit China? Die werden sich eins machen, es kann sogar einen Weltkrieg geben. Und du sagst, man soll uns freuen. Ich sage, nein, ich sage es nicht, Gott sagt es. Gott sagt, wir sollen uns freuen. Die Bibel sagt einmal nicht, werde wie Kinder. Weißt du, ich hab 4 Kinder und habe selbst 6 Enkel und unterwegs ist noch etwas da. Ich darf es nicht sagen, aber er sagt es nicht weiter. Weißt du? Und ich kenne mich aus mit Kindern. Als meine Kinder klein waren und habe mir gesagt, Kinder, freut euch. Die haben nicht gesagt, mal sehen. Meine Kinder haben gehupft. Papa hat gesagt, freut euch, das bedeutet, es kommt etwas. Der hat wahrscheinlich Geschenk für uns. Der hat Überraschung für uns. Und die Kinder haben dann gehupft voller Freude. Wow, wir freuen uns. Papa, was gibt's denn? Die haben nicht gesagt, mal sehen. Gott möchte, dass wir wie Kinder werden. Wenn Gott sagt, freu dich, das hat nichts mit Umständen zu tun. Wenn Gott sagt, freu dich, hat es etwas zu tun, möchte ich sagen, etwas zu tun, wie im Plan Gottes ist, wie im Geist ist. Wenn Gott sagt, freu dich, hat es nichts zu tun mit unserer Situation. Wie war es denn mit Paulus? Er war im Gefängnis an Kette. Und ich glaube, heute Abend ist niemand so schlimm dran wie Paulus. Und er war dann Kette gebunden. Und was macht er? Er freut sich und er betet Gott an. Verstehst du? Um die Kette zu brechen.
Wir müssen wieder lernen, im Geist gehorsam zu sein. Und das ist keine extrovertierte Freude, wenn wir rumhupfen, sondern es ist eine Freude im Geist ganz, ganz tief drin. Und ich möchte euch erklären, warum wir uns freuen sollen. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber es gibt ganz besonders aktuell zwei Pläne. Es gibt den Plan vom Teufel. Wenn dann wissen wollt, kauft die Bildzeitung oder guckt die Nachrichten. Oder wenn du beim Doktor bist, fragt die Leute, wie sie sich fühlen. Mein Blutzucker ist höher als ihr Blutzucker. Oh, die bekommen Wertgefühle. Und mein Blutdruck ist so hoch. Oh, aber dafür habe ich mehr Cholesterin. Es gibt Leute, die können sich freuen, wenn sie die höchste Stufe haben. Ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, der Teufel hat einen Plan. Und der heißt Zerstörung. Da steht Hass. Die Welt zerstören. Und der Teufel weiß sogar den Plan von Gott. Und er weiß, dass seine Zeit begrenzt ist. Der weiß ganz genau, dass seine Zeit begrenzt ist. Und er will nur einmal von der Hölle alles loslassen, alles zerstören, alles kaputt machen. Das ist der Plan vom Teufel. Und da können wir uns nicht freuen drüber. Aber in dieser furchtbaren Situation, wo die Pläne vom Teufel angefangen haben und schon eine Weile losgehen, hat Gott einen Plan. Verstehst du? Jetzt musst du wissen, es gibt zwei Pläne. Es gibt zwei Pläne. Es gibt den Plan von Gott und es gibt den Plan vom Teufel. Und jetzt musst du dich entscheiden, in welchem Plan willst du leben? Das möchte ich heute Abend jedem, die zuschaut, auch die, die gerade auf Internet zuschauen, seid willkommen. Jeder muss sich entscheiden, wo lebst du in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Herz? Wo lebst du? Bist du den ganzen Tag in den Gedanken? Es gab Zeiten, wo Christen, wie ich persönlich kenne, wo ich schätze auch, wie die Corona-Zeit war, wo sie den ganzen Tag nur noch E-Mail bekommen haben über Impfung, soll ich impfen, nicht impfen, ist es der Antichrist, ist es der... Die haben den ganzen Tag nur sich einander so Sachen geschickt. Wo sind denn deine Gedanken, wo ist dein Herz? Ist dein Herz im Plan Gottes drin? Weißt du, wenn du dein Herz aufmachst und du freust dich, da wird mehr und mehr der Plan Gottes in dein Herz reingehen. Du wirst ihn kennenlernen, du wirst ihn spüren, du wirst ihn hören, du wirst ihn beten, du wirst ihn proklamieren. Und das wird dein Leben verändern. Ich verspreche dir, die Freude wird nie mehr weggehen von deinem Leben. Ich gucke dir auch die Nachrichten, ich lese ab und zu auch die Zeitung. Ich sehe, wie die Finanzwelt Katastrophe ist, wo sie einfach, wenn Geld fehlt, Milliarden gedrückt werden. Ich sehe, welche Summe ausgegeben wird für den Krieg, Milliarden. Auch Deutschland bezahlt Milliarden. Und in Deutschland gibt es so viele Rentner, die können die Miete nicht bezahlen, müssen Flasche sammeln. Ist auch eine Wahrheit. Und wenn du das schaust und du gehst mit diesem humanistischen Geist dran, dann kannst du dich aufregen. Aber ich habe beschlossen, ich reg mich nicht mehr auf. Wenn ich merke, die Gedanken vom Plan vom Teufel fangen an, da Sorgen zu machen, Ängste zu machen und fangen mit anderen an zu erzählen, wie schrecklich alles ist, dann kann ich sagen, geht mein Geist vom Plan, von Gott weg und geht in den anderen Plan hinein. Manchmal hat mich jemand gefragt, was hast du von der Zeit, in welcher Zeit leben wir? Sage ich, wir leben in furchtbarer guter Zeit. Für die Christen. Weißt du, im größten Chaos, und ich kann etwas sagen, Deutschland hat schon bestimmt 50 Jahre keine so gefährliche Zeit erlebt wie jetzt. In dem furchtbaren Chaos hat Gott gesagt, ich habe einen Trumpf in der Tasche. Und da werde ich rausholen. Und weißt du, was dann Gott noch sagt, in die Bibel drin? Ich bin gezwungen, meine Propheten, meine prophetischen Kinder, meine Pläne zu zeigen. Steht das in der Bibel drin? Ja. So heißt, wenn du dein Herz aufmachst und du hast Freude, weil du weißt, dass Gott einen guten Plan hat, dann wird Gott immer in jedem von euch ein Stück von diesem Plan zeigen und ganz besonders das Stück, wie Gott vorhat für dich. Es gibt Christen, oh, jetzt werde ich etwas Spezielles erzählen. Es gibt Prophetien, die sind für diese Zeit, die kommen wird. Du wirst das machen, du wirst die Gabe der Heilung bekommen, du wirst predigen und andere Sachen.
Und da gibt es Prophetien, die sind nur da für die Erweckung. Und vielleicht gibt es einige Leute von euch, die haben eine Prophetie bekommen und ist nie in Erfüllung gegangen. Obwohl du dran geglaubt hast. Und Gott sagt, das ist eine Prophetie, die du bekommen hast, die war aber nicht für jetzt, sondern das ist eine Prophetie für die Erweckung. Glaubst du an Erweckung? Glaubst du, dass Gott dich auf eine ganz andere Art wie jetzt in der Erweckung gebrauchen wird? Glaubst du, dass in der Erweckung vielleicht ein ganz... Bei uns schmeißt der Ordnungsdienst die Leute raus, aber du kannst dich nicht selbst rausschmeißen, gell? Das geht schlecht. Ab und zu mache ich gerne Witz und das französische Humor. Ich war mal in Frankreich, habe gepredigt. Und es war so Gemeinde, die hat eine französische Fahne und eine deutsche Fahne hingehängt. Und die Leute haben gedacht, ich bin deutsch. Und dann haben sie gesagt, naja, oh, sie können gut Französisch reden. Und dann saß in der ersten Reihe ein paar ältere Damen. Und dann war im Raum, die Kinder waren sehr laut. Dann habe ich gesagt, bei uns, wenn die Kinder so laut sind, machen wir es in die Tiefkühler. Und dann höre ich von den zwei alten Frauen vor uns, eine und die andere, oh, sind die Deutschen immer noch so. Gut, ich komme zurück. Es gibt prophetische Worte, die sind fürs normale Leben, viele haben sie erlebt. Und viele haben auch prophetische Worte bekommen, wie so irreal war. Und wie Gott sagt, wenn die Erweckung kommt, dann wird diese prophetische Worte aufgehen. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, wo, wie Gott mir gesagt hat, Piero, ein Teil der Prophetie sind die Prophetie für die Erweckung rein. Weil wenn eine Erweckung kommt, ist alles anders. Da ist sogar die Luft draußen anders. Da merkt man, die Atmosphäre wird sich in unsere Städte verändern. Da wird Bedrückung nicht mehr da sein. Da werden Millionen geistliche, dämonische Mächte weggehen, weil sie die Geisterweckung nicht ertragen. Und dann werden viele Leute zum Glauben kommen. Und dann werden diese Prophetien, die in dir sind, real werden. Gott möchte seinen Plan geben in Leute. Wir sagen, wir wollen in diesen Plan reingehen. Der andere Plan interessiert uns gar nicht mehr. Unser Gedanke, unsere Gebete, unsere Prophetie, unsere Proklamation werden im Plan Gottes drin sein. Nichts mehr anders. Der andere Punkt ist, dein Herz aufmachen und Freude haben. Verstehst du? Glaubst du, dass es einen Unterschied wird geben von Leuten, die Freude haben oder Leute, die in Ängste leben? Ich habe mich früher beschäftigt als Geschäftsmann mit Körperhaltung. Kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ich habe gedacht, ich kenne mich aus. Und dann hat sich wohl meine Frau erzählt, Piero, wenn du kommst und hast vielleicht viele Gespräche gehabt und bist vielleicht gestresst und viele Probleme, dann sehe ich an deinem Gang, wenn du reinkommst, wie du laufst, dass du Probleme hast. Und meistens, wenn ich dann so Probleme bekommen habe, dann etwas, was ich gern mache, ich gehe spazieren. Und du darfst dann mit Gott besprechen, bis alles weg ist. Und dann sagt sie mir, Piero, wenn du dann zurückkommst, nach halb Stunde, stehe am Fenster und ich sehe dich laufen, dann sehe ich, dass sie weg sind. Meine Frau kennt mich besser, wie wahrscheinlich ich mich selbst. Ich habe da nie reagiert drauf. Aber stimmt doch schon, wenn du in Ängste lebst, dann lebt man meistens so unten, nach unten. Ja, gibt da viel Rückenschmerzen, andere Sachen. Und wenn du Freude hast, dann laufst du ganz anders. Weißt du, wenn du Freude von Gott hast, werden es die anderen Menschen wie Angst haben sehen. Verstehst du? Wenn du im Aldi in der Kasse stehst und fängst an, einen Lobpreis zu pfeifen und die anderen sind bedrückt und reden nur vom Geldverlust und alles Mögliche, da wird der Tag kommen, wo sie dich ansprechen. Wo kommt diese Freude her? Haben sie im Lotto gewonnen? Dann sage ich, noch viel mehr. Am Lotto kann man kein ewiges Leben bekommen. Und die meisten Leute, die viel Geld gewonnen haben, die haben ihre Freude schnell verloren wieder. Punkt 1 ist, glaube ich, wichtig, diese Freude. Ich werde einige Worte weiterlesen.
Freu dich oder jubel sogar, du Unfruchtbare, die nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Weh gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen werden zahlreicher sein als die Söhne der Verheirateten. Die Einsame, wie kein Kinder bekommen hat. Ich möchte es mal geistlich sagen. Es gibt viele Christen, ich kenne sie, treue Christen. Sie beten, sie lesen die Bibel. Sie leben auf eine anständige Art, aber wenn du sie fragst, sag du, ich bin 20 Jahre Christ und habe noch nie jemand gebetet, dass er die Wiedergeburt empfangen hat. Ich habe keine Jüngere, ich habe keinen Nachfolger. Ich probiere alles, aber es hat nicht geklappt. Weißt du, eine Frau, wie keine Kinder bekommen hat und sie wird ausgestoßen, bei der stimmt etwas nicht. Das war früher so diese Theorie, der Mann war sowieso nie schuld. Aber immer die Frau dürfte sogar abgestoßen werden, müsste zurückgeschickt werden zu den Eltern. Eine Frau, die kein Kinder bekommen hat, hat sich nie gut gefühlt. Und das sagt Gott durch den Prophet, du, wie nicht gebärt hast, du wirst mehr Kinder bekommen als alle anderen. Ich stell mir vor, jetzt bist du da, bist ein treuer Christ, 20, 25 Jahre gläubig und du hast nicht die Gabe der Evangelisation. Du hast noch nie jemand gebetet und hast wiedergeboren worden, obwohl du probiert hast. Weißt du, was Gott dir sagt? Du wirst mehr Kinder bekommen, als die, die verheiratet waren. Sie werden kommen zu dir. Du wirst einen Tag mehr bekommen, als du dir vorstellen kannst. Du, wie keinen Erfolg gehabt hast, der Erfolg wird kommen, weil Gott wird den Menschen schicken. Ist eine Verheißung Gottes. Ich lese gerade weiter, was Schöne da sagte. Und jetzt sagt wieder Gott etwas, was wir machen sollen. Mach weiter Raum deines Zeltes und deine Zeltdecke spanne aus und spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten nach links und nach rechts und deine Nachkommen werden die Nationen beerben. Das ist eine schöne Verheißung. Aber was bedeutet denn das Zelt groß machen? Wir leben doch nicht mehr in Zelten, wir haben doch Hochhäuser. Noch eine Etage draufbauen. Nein. Das Zelt in der Bibel ist immer der Ort gewesen, wo Gott wohnt. Stimmt das? Gott hat im Heiligen Mann, ist immer im Zelt, ist der Ort, wo Gott wohnt. Und heute ist Gott nicht mehr im Zelt, sondern ist in Rom. Nein, nein, okay. Gott wohnt nicht in Rom. Gott lebt in Herzen der Menschen. Amen. Was bedeutet das? Du sollst dein Herz groß aufmachen. Es ist gar nicht so leicht, wenn Leute enttäuscht sind, wenn Leute betrogen worden sind, wenn Leute abgelehnt worden sind, wenn Leute ausgelacht worden sind. Die können ihr Herz nicht aufmachen. Ihr Herz ist ganz klein geworden. Mir hat meine Frau gesagt in der Seelsorge, ich vertraue niemand mehr, nur mein Gott und ich. Die hat so ein ganz kleines Zelt wie zur Hundshütte früher, der lebt da drin. Es ist eine Entscheidung, sein Herz groß aufzumachen für das, was Gott uns geben möchte. Wir müssen aufhören, dieses Misstrauen auf die Seite legen. Schau nicht auf deine Vergangenheit. Schau nicht auf deine Fehler, schau nicht auf deine Schwachheit, sondern du musst etwas machen, dein Herz groß aufmachen. Das hat etwas zu tun mit Freude. Wie größer du dein Herz aufmachst, wie mehr bekommst du Freude. Ich weiß, dass viele Christen verletzt sind und sagen, ja, ich brauche Seelsorge, ich brauche Geduld und ich brauche jenes. Ich sage dir etwas, ich werde jetzt einige verletzen, aber ich sage es trotzdem, ist okay? Wenn Erweckung kommt, braucht man keine Seelsorge mehr. Ja, kannst du Applaus machen mal. Wenn Erweckung kommt, haben wir keine Zeit für so Sachen mehr. Wenn Erweckung kommt, ist der Geist Gottes so stark auf dir, dass du das nicht mehr brauchst. Aber ist es nicht besser, unser Herz vorher schon aufzumachen? Ich weiß, es gibt viele Leute, die misstrauend sind auf Verheißungen. Ein älterer Bruder kam auf mich zu. Da kam aus Jugoslawien, ganz netter Mann, der war so Anfang 70. Und dann war ich irgendwo auf einer Konferenz, bei einer weltbekannten Organisation.
Und dann hat der Prediger gesagt, wenn du heute Abend 1000 Euro in die Kollekte gibst, dann wird die nächsten Tage an 10.000 zurückkommen. Und er hat es geglaubt, hat sein letztes Geld reingeschmissen und es kam nicht. Und sagte, Piero, ich habe nicht mal kein Geld für Essen. Kannst du mal etwas geben? Ich habe geglaubt, es ist nichts gekommen. Glaubt ihr, dass so ein Mensch ein Problem hat mit Verheißungen? Da wird man kein zweites Mal fangen. Und ich weiß, es sind viele, auch bei Christen, furchtbare Sachen geschehen. Und die Leute haben es öfters erzählt in der Seelsorge. Aber es ist doch kein Grund, sein Herz nicht vor Gott aufzumachen. Wisst ihr, wie man das macht? Heute Abend darfst du da sein. Alles, was ich predige, frag doch in deinem Herz im Heiligen Geist. Stimmt das, was der Piero sagt? Oder will er uns nur begeistern? Jeder von euch hat die Fähigkeit, wenn du wiedergeboren bist, eine Predigt hörst, nicht deinen Verstand und deine Theologie einzuschalten, sondern zu sagen, Herr, ist das etwas von dir? Möchtest du mit mir sprechen? Meinst du mich heute Abend? Es geht zwischen dir und Gott. Ich möchte nur weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Aber ich kann dir etwas sagen. Wenn du die Pläne Gottes empfangen willst, dann musst du anfangen, dein Herz wieder aufzumachen für die prophetische Botschaft von Gott. Du kannst niemals sagen, Gott, es tut mir leid, ich war so verletzt, ich konnte es nicht akzeptieren. Das wird Gott nicht akzeptieren. Gott sagt, ich habe dir eine Chance gegeben. Warum? Weil die Bibel sagt Johannes, ich gebe euch Macht, Kinder Gottes zu sein. Stehst du? Dieses so voller Mitleid in Eck kriechen, es geltet nicht, weil die Bibel sagt, ich gebe euch Macht, Kinder Gottes zu sein. Du hast die Macht, als wiedergeborener Christ zu entscheiden, du freust dich oder du freust dich nicht. Du glaubst oder du glaubst nicht. Mach es mit Gott aus. Nicht, weil ich es sage, sondern mach es mit dir aus. Mache das Zelt groß. Weißt du, warum sollst du dein Zelt groß machen? Weil die Verheißung Gottes ist eine große Verheißung. Stell dir mal vor, seid Schwabe, könnt ihr alle gut rechnen. Ich habe einen LKW mit 40 Tonnen Ladung. Und der ist voll bis oben. Und ich musste das liefern. Ein Geschenk für dich. Dann komme ich zu dir, ich habe mich angemeldet, hör zu, ich komme mit 40 Tonnen Material. Und du hast zu Hause eine kleine Garage, wie 3 Meter auf 2 Meter ist. Da komme ich am LKW an und gucke an, sage, du passt nicht mal 10% rein. Was will ich damit sagen? Gott hat eine riesige Verheißung für uns. Als Christen, als Gemeinde, als Individuelle. Und wenn unser Herz nicht ganz offen ist, dann wird nur ein Teil davon reingehen und etwas wird dir fehlen. Ich wünsche mir heute Abend, dass jeder hier sein Herz groß aufmacht für die Verheißungen Gottes für dein Leben. Ich habe heute Abend keine Zeit für jede persönlich zu prophezeien. Aber ich glaube, dass der prophetische Geist heute Abend zu dir reden kann. Ich glaube sogar, dass du eine Prophetie hast, vielleicht schon vor Jahren bekommen und hast vielleicht so viel Enttäuschung erlebt. Und dass Gott sagt, heute Abend, ich werde sie wieder aktivieren, wenn du dein Herz aufmachst. Wenn du dich beschließt zu Freude und sagst, Herr, ich freue mich, weil es ist eine gute Zeit für mich, wie kommen wird. Es ist eine gute Zeit für mich und für meine Familie. Es ist eine gute Zeit für meine Enkel, für meine Kinder. Es kommt eine gute Zeit hinein. Sie wird gut sein. Ich schaue nicht auf die Umstände und ich weiß, der Geist hat Erweckung gekommen und meine ganze Familie wird gerettet werden. Ich liebe es, wenn Familien zusammenkommen. Ich weiß noch, vor einiger Zeit in unserer Gemeinde hat ein Ehepaar ist in Scheidung gegangen, weil der Mann ungläubig war. Richtiger Atheist, richtiger so. Und seine Frau hat sich bekehrt, hat sich scheiden lassen, hat sich wieder geheiratet. Und dieser Atheist oder dieser richtige Zu trifft jemand von unserer Gemeinde und auf den Zug und sie miteinander irgendwo für Messe gefahren. Und das Mädchen ganz einfach hat mit dem erzählt und der Mann bekehrt sich.
Der Mann bekehrt sich und er hatte zwei Töchter gehabt, die hat er auch schon lange nicht mehr gesehen. Die waren 17 und 18 Jahre alt. Und der Mann war so betroffen, dass er gesagt hat, der nächste Taufe, ich lasse mich taufen. Was er nicht gewusst hat, seine zwei Mädchen haben sich auch taufen lassen. Sie haben sich angemeldet und die Mädchen, ich habe sie auch nicht gesagt, dass der Papa dabei wird sein. Dann wird der Taufgottesdienst und ich rufe sie nach vorne. Die Mädchen haben nicht gewusst, dass der Papa sich bekehrt hat. Sie kommen nach vorne, um sich taufen zu lassen. Dann kommt der Papa nach vorne mit seinem weißen Gewand. Ich kann das sagen, die haben nur geweint. Der Papa hat geweint. Wow, eine ganze Familie kommt zusammen. Ich kann das sagen, in der Erweckungszeit werdet ihr das sehen. Ich würde gern fragen, wie viele sind Menschen da, die leiden, weil ihre Kinder sie sogar verachten, während glauben. Gibt es einige hier, die sagen, hey, ich leide drunter. Meine ganze Familie lehnt mich ab. Ich habe sie lieb, aber sie wollen nichts wissen. Kannst du zum Geist sehen, dass ein Tag die ganze Familie zusammenkommt? Ich springe gerade ein bisschen, aber es berührt gerade meinen Geist. Für die, die es nicht wissen, mein Opa und meine Oma haben sich bekehrt in einer Erweckung in Lothringen, Frankreich. Und mein Opa und meine Oma, die waren schon getrennt, haben ein Kind gehabt, da war er schon getrennt und haben auseinander gewohnt, wollte sich scheiden lassen. Und dann war eine Erweckung ausgebrochen. Meine Oma hat mir immer so erzählt von dieser Erweckung. Und das hat so als kleines Kind mein Herz so berührt. Und sie erzählte mir, weißt du, bei uns im Dorf sind plötzlich um 5 Uhr abends, haben wir Kinderwagen genommen, Kinder rein, sie trinken, sie essen ein und wir sind ins nächste Ort gelaufen, das war 7-8 Kilometer und da war ein Zelt und da war jemand drin, der hat von Jesus erzählt. Ich sagte, Oma, warum seid ihr alle hingegangen? Wir wissen es nicht. Es war keine Einladung gedruckt und nichts in der Zeitung stand. Etwas hat uns gezogen. Und das ganze Dorf ist hingegangen. Und dann war meine Oma dort und dann war ein Aufruf, meine Oma geht vor, sich zu bekehren, steht da vorne. Und dann sind ganz viele Leute gekommen und plötzlich steht der Opa neben dran. Und ich sagte, was machst du da? Er sagte, wie du. Dann haben sich alle beide bekehrt, sind zusammengegangen, dann haben sie meine Mama gebastelt. Ich bin ein Kind der Erweckung. Ich bin ein Kind der Erweckung, weil die Versöhnung in der Erweckung stattgefunden hat von etwas, was nicht mehr sich versöhnen hätte können. Meine Oma hat diese Geisterweckung gehabt. Ich habe öfters als kleines Kind bei ihr geschlafen und sie hat 17 Engel gehabt. Und ich vergesse es nie, wie jeden Abend hat sie sich hingekniet vor ihr Bett und hat jeder Engel beim Wort genannt und hat gebetet dafür. Das ist vielleicht der Grund, warum ich da bin. Ein Kind der Erweckung. Und ich kann das sagen, wenn die Erweckung kommen wird, werdet ihr sehen, die ganze Familie, wie du verloren hast, sie wird zurückkommen. Und es wird Freude sein auf Erde und im Himmel. War von prophetisches Wort. Ich hoffe, dass einige es gerade nehmen können. Und etwas sage ich dir, wenn deine ungläubigen Kinder oder Enkel kommen und vielleicht nicht lebe, wie du das wünschst, mach doch nichts. Entspann dich. Du weißt ganz genau, Jesus wird sie rufen. Amen. Die Erweckung kommt. Amen. Erzähl sogar deine Enkel, deine Kinder von Erweckung. Weißt du, später bin ich vom Glauben total weggefallen. Wollte nichts mehr wissen von Gott, weil Religion mich getötet hat. Und dann habe ich einen Nachbar bekommen, dem sein Vater war Missionar in Burkina Faso und die hat eine Erweckung erlebt. Und der Nachbar kommt mich besuchen und fängt an, von Erweckung zu erzählen. Weißt du, wenn der Geist, der Virus der Erweckung da drin ist und jemand kommt und erzählt von Erweckung, der wird sofort lebendig. Ich weiß, ob du das kennst, es gibt Leute hier, du hast geträumt von Erweckung. Du weißt, dass sie kommt. Es ist in deinem Geist drin. Und dann kommt jemand und erzählt Erweckung. Und dann passiert etwas in deinem Geist. Und dann kommt der Nachbar und erzählt mir Geschichte der Erweckung.
Nach 30 Jahren, meine Oma war schon lang gestorben, dann kommt der und erzählt mich, ich war Geschäftsmann zu dieser Zeit, und erzählt mir Geschichte von Erweckung. Und ich musste zuhören und ich habe gedacht, mein Gedanke war immer, es gibt's nicht, es gibt's nicht, der ist verrückt. Und ganz tief drin hat etwas mich berührt, ich wusste. Dann erzählt er mir, mein Papa war Missionar in Burkina Faso, wir waren 8 Kinder. Und an den Tag kommen die Schwarze und bringen meinen Jüngsten, unser kleiner Bruder, der war 6 Jahre, war vom LKW überfahren, der war tot. Und die Schwarze haben getragen und haben geweint, er gesagt, dein Sohn ist tot. Und sagt, ist der Papa hingegangen, sagt, nein, er wird nicht sterben. Hat die Hände aufgelegt und er ist aufgestanden, der Kleine hat nichts mehr gehabt. Und da hat mein Nachbar, wie ein intelligenter, war ein Professor, erzählt mir das. Und sagt, das gibt's nicht, das darf nicht sein. Und dann fangt er weiter zu erzählen. Dann sagt er, mein Papa, wie komme nächste Woche, willst du ihn sehen? Und ich sagte, ja, wir können schon einen Kaffee trinken. Da fängt dieser alte Mann von 80 Jahren zu erzählen. Und er sagt, wir sind nach Burkina Faso gekommen und es hat noch gar kein Christi gegeben. Meine Frau war schwanger und wir haben dort 7 Kinder bekommen. Und er sagte, wir haben dann ein Zentrum bekommen vom Oberbürgermeister, ein Grundstück. Und wir haben 80 Gebäude gebaut drauf. Er sagte, oh, ich war Geschäftsmann, wie habt ihr das finanziert? Sagt er, du, wir haben die Backsteine selbst gemacht. Und wir haben so Kiste gehabt, da war das Zement drin. Und am Abend, wenn sie leer war, haben wir die Kiste zugemacht, die Hände draufgelegt, gebetet und morgens war sie voll. Und ich sage, hör auf, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Aber der Mann hat so gestrahlt, wie es normal wäre, erzählte so Geschichte. Und der Gott da drin wusste ich, wow, wow. Und dann bringt der Schwiegervater mit. Und dann fängt der auch noch an. Der verrückte Club war da. Mein Geschäftsmann denke, war erschüttert. Und dann sagt der Schwiegermutter, er fängt an zu reden, ja, wie er die Geistestaufe bekommen hat. Er hat eine Sprache geredet, die er nicht verstanden hat, aber himmlische Sprachen. Und sagt, wie haben Sie das gelernt? Das habe ich nicht gelernt, das habe ich von Gott bekommen. Ja, wie bekommt man so etwas von Gott? Er sagt, ich habe gebetet, ich war im Schlafzimmer drin und im Sommer habe ich das Fenster offen gelassen. Da kommt eine weiße Taube reingeflogen im Zimmer und fliegt wieder raus und ich fange an, in anderer Sprache zu reden. So ganz normal. Er hat gar nicht verrückt ausgesehen. Ich war so diese Zeit nicht gläubig. Aber wisst du, es ist da reingegangen. Bei dem sage ich, prophezei deine Enkel, deine Kinder, Erweckung. Sag ihnen, es wird eine Zeit kommen, wo das und das geschehen wird, wie Wunder geschehen wird. Weißt du, der Heilige Geist wird das nehmen, diese Virus, und er wird tack, in den Geist reinmachen. Und dann, wenn die Erweckung kommt, werden sie die Erste sein, die rennen. Meine Oma hat es prophezeit. Mein Opa hat es prophezeit. Das ist im Geist leben. Nicht religiös sein. Du darfst nicht, du sollst nicht. Predige in Erweckung. Predige in Erweckung. Sie wird kommen. Mach das Zelt groß auf. Wenn dein Zelt nicht vollkommen offen ist, kann es nicht geschehen. Ich musste so lachen, weil vor einiger Zeit in der Schweiz hatte ich so ein Wort für eine Frau, wie nach vorne ist. Und ich sagte ihr, Schwester, ich sehe dein Herz, die ist wie eine Pizzakugel, so gefrorene Pizzakugel vom Teig. Und der Herr möchte das Nudelholz nehmen und möchte es. Und die Frau fängt an zu lachen und zu weinen. Ich denke, was ist los? Habe ich etwas Falsches gesagt? Dann sagt sie, nein, ich habe Pizzeria. Und seit, wenn ich die Frau treffe, rufe ich sie immer Madame Pizza. Aber es hat mir etwas zum Denken gegeben. Stell mir vor, wie ist dein Herz? Ist es wie ein ausgewalzter Pizzateig, wie so groß ist, Familienpizza, wo Gott Füllung kann drauf machen? Oder ist dein Herz wie eine tiefgefrorene Kugelteig? Sagen wir ganz ehrlich,
Gott möchte ich nicht anklagen. Gott hat ein Nudelholz. Hm? Ist die Liebe Gottes. Das Nudelholz ist nicht da, um den Mann zu schlagen. Das Nudelholz ist da, um dein Herz groß aufzumachen. Ich predige heute Abend so lang, bis ich spüre, wie dein Herz aufgeht wieder. Bis Freude hat. Glaubst du, dass es Verheißungen gibt, wie Gott für dich hat? Aber da hast du nicht aufgenommen gemacht. Du hast gerade so eine Niederlage bekommen. Vielleicht hast du gerade eine Scheidung hinter dir. Du hast Konkurs gemacht. Du hast etwas gemacht, wie total falsch war. Und du sagst, das kann nicht möglich sein. Gott sagt, was er dir sagt heute Abend? Gott ist Vergebung, 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 Vergebung. Brauchst du das? Ja? Und du sagst ja einfach, ich fühle mich gar nicht angenommen. Niemand liebt mich in meiner Gemeinde, nicht mal der Pastor begrüßt mich richtig. Und Gott sagt, ich bin Annahme. Ich bin Annahme. Ich bin Annahme. Heute Abend wünscht sich Gott etwas, dass du dein Herz groß aufmachst. Dass du die Vergangenheit vergisst. Sondern sag Gott, ich will mein Herz so aufmachen, dass alles, was du vorhast für mein Leben, auch wenn mein Verstand und meine Gefühle sagen, es geht nicht, ich will mein Herz aufmachen, leg es rein. Jede Verheißung, wie du hast für mich, ich will sie haben. Ich will mit Freude leben, ich will in der Erweckung reinlaufen. Habt ihr gesehen wahrscheinlich, vielleicht die, wie die Predigt am Sonntag gehört habe, ich hatte so eine Vision gehabt in Israel von diesem, was Gott in der letzten Zeit geben möchte, von diesem Elixier, von etwas, wie 100-mal stärker ist als unsere bekannte Salbung, wo in Amerika an dieser Universität vielleicht so ein Tropfen reingefallen ist. Und hunderte junge Leute hat es verändert. Dieser Tropfen wird auch für die Schwabe kommen. Gott wird nicht speziell sparsam sein für euch. Aber ich sage nochmal, prüfe dein Herz. Prüfe dein Herz. Ist dein Herz groß offen für die Verheißungen Gottes? Ist dein Herz bereit für die Erweckung? Ist dein Herz bereit, trotz Umstände drumherum zu sagen, Herr, es wird die Zeit kommen, wo 1000 zur Linke fallen, 10.000 zur Rechte, ich bleib stehen, weil ich ein Kind der Erweckung bin. Als Jugendlicher habe ich einen Freund gehabt, der war Lobpreisleiter, der war Schreiner, er war Lehrling. Und dann hat er die Finger in eine Maschine reingemacht. Und zwei Finger waren weg und der dritte ist gerade so abgehangen. Dann haben sie ihn da in seiner Fabrik die Finger genommen, eine Tüte rein, was übrig geblieben ist, ein bisschen Eis und sind ins Krankenhaus gefahren. Und der Arzt sagt ihm, tut mir leid, die sind so verrupft, die kann man nicht mehr dran mehr ran. Aber wir haben heutzutage gute Prothese und so. Weißt du, was der Junge gesagt hat? Doktor, das kann es nicht sein. Gott hat mich gerufen, Lobpreisleiter zu sein, Klavier zu spielen. Das kann man nicht mit der Prothese. Sie müssen sie annähen. Und Doktor sagt, wissen Sie, das geht nicht, aber wenn Sie es unbedingt wollen, ich probiere es, aber die werden wieder abfallen. Ich kann das sagen, der hat heute 10 Finger und er spielt Klavier. Ich sage euch etwas, eine Verheißung, eine Prophetie für Erweckung wird machen, dass 10.000 auf der anderen Seite umfallen werden. Du wirst stehen bleiben, weil Gott eine Verheißung hat. Ich habe 4 Kinder und vor einigen Jahren eine meiner Töchter, die hat Hirnentzündung bekommen. Nicht Hirnhaut, sondern Hirnentzündung. Wir haben sie ins Krankenhaus und sie ist ins Koma gefallen.
keine Reaktion mehr. Sie waren in der Maschine und die Ärzte haben gesagt, wenn sie heute Nacht sterben würde, würde die Polizei sie warnen, dass sie noch einmal kommen können. Ich weiß noch, das war am Karfreitag. War gerade eingezogen im Haus drin und es ist ein furchtbarer Gedanke, dein Kind wird sterben. Und ich kann das sagen, den ganzen Tag kamen die Gedanken, ich war da im Haus und habe gebetet und so, was machst du, wenn das Kind stirbt mit diesem Schrank? Was machst du mit ihrer Spielsache? Was machst du mit ihren Kleidern? Weißt du, die Gedanken, die gehen davon nicht weg. Aber etwas wusste ich, etwas hat mich stark gemacht, wie das Kind auf die Welt gekommen ist. Hat Gott gesagt, gib ihr den Namen Lydia, sie wird eine Anbeterin werden. Und die Verheißung, meine Tochter wird eine Anbeterin, wenn sie im Grab steht, wie David gesagt hat, kann sie dich nicht anbeten. Und weißt du was, Gott hat ein Wunder getan. 3 Tage später sind sie im Krankenhaus heimgegangen, wir sind in Urlaub gefahren. Und sie hat heute 4 Kinder, sie wird 4 Kinder haben und sie ist eine wunderbare Anbeterin. Und sie und ihre Mann dienen den Herrn. Ich habe gewusst, dass diese Prophetie in meinem Herz mein Glaube gestürzt haben, dass ich die Gedanken, die gekommen sind, wegmachen konnte. Ich möchte heute Abend nicht mehr weiter predigen, weil ich weiß, Gott ist dran. Ich weiß, dass der Herr heute Abend hier ist. Und er möchte so Prophetie in dein Herz reinlegen. Ich möchte, dass dein Herz groß aufmachst und dass du mit Gott redest und dass du sagst, Herr, ich bin da, ich will mein Herz aufmachen. Ich weiß, die letzte Zeit durch die Enttäuschung ist richtig zusammengefroren, aber ich möchte heute Abend aufmachen. Hast du etwas für mich? Gibt es etwas, wo du mich noch gebrauchen kannst? Du siehst meine Vergangenheit. Ich kann etwas sagen, Gott wird sagen, ja, ich habe etwas für dich. Ich möchte heute Abend etwas ganz neu aktivieren drin. Bäm. Du wirst nicht sterben, vor dass du Erweckung siehst. Du wirst sie sehen. Weißt du, ich sehe gerade, wie ganz viele Engel sich um dich stellen. Und sogar wenn der Tod kommen würde, würde sagen, die holen wir. Wenn die Engel sagen, nein, nein. Erst wenn sie voll in der Erweckung steht. Nicht vorher. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du die Herzen berührst. Herr, sie sind nicht gekommen, um eine schöne Predigt zu hören. Sondern sie sollen kommen, dass sie von dir etwas hören. Dass du dein Wort mit Zeichen und Wunder bestätigst. Vater, ich möchte, dass du aktivierst ihre Berufung heute Abend. Dass sie wissen, du wirst jeder, wie Ja sagt, gebrauchen. Auf außergewöhnliche Art und Weise, wie mit dieser Dimension von jetzt nichts zu tun hat. Einige wirst du sogar, wie heute Abend da sind, weit wegschicken. Diese Salbung der Erweckung in ganz andere Gegend zu bringen. Es ist jemand da, du hast die Berufung, für nach Spanien zu gehen. Und das hast du schon länger und hast noch nie den Schritt können machen. Gott sagt, du wirst nach Spanien gehen, aber wenn die Erweckung anfängt. Und ich werde dich ganz stark, und ich habe diese Stadt Malaga in mir drin, du wirst ganz stark einmal dort sein und du wirst evangelisieren. Aber mit Zeichen und Wunder der Erweckung. Es wird eine Zeit sein, wo ich Menschen rufe werde. Sie können nicht mehr am Platz bleiben, sie werden gehen. Weil sie wissen, diese Salbung der Erweckung, da treibt sie raus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass sie diese Feuertaufe dann erleben werden. Und sie werden brennen, brennen, brennen. Vater, das, was du heute Abend hier machst, ist nur eine kleine Saat der Erweckung, die du gibst. Eine prophetische Saat. Aber jetzt,
wie die Saat anfangen zu wachsen. Die Saat der Erweckung, diese Saat der Verheißung Gottes wird anfangen zu wachsen, der drin. Verliere nie deine Freude. Verliere nie diese Glauben an diese Freude und es wird schnell wachsen. Die letzte Saat ist die, die am schnellsten wachsen wird. Die Saat, vom Natürlichen am schnellsten wächst, ist die Wüstensaat. Ich habe es erlebt, wo ich in die Wüste war, es hat geregnet und eine Viertelstunde später hat man schon das Grüne gesehen. Und wir sind geistlich in einer Wüste. Und die Wüstensaat, sie kommt. Und die Wüstensaat ist eine Saat für Erweckung. Und die wird so schnell wachsen, wie kein anderer Saat gewachsen ist. Amen. Heute Abend möchte ich trotzdem einen Aufruf machen, eine Entscheidung. Leute, wie in der letzten Zeit, in diesem Einfuß, in dieser furchtbare Zeit gehabt haben und der andere Fuß, sie wissen es gar nicht mehr. Wie Gott sagt, du kannst dich heute Abend beschließen, von einem Plan in den Plan Gottes reinzugehen und zu sagen, meine Gedanken, meine Energie, alles wird sein da drin. Hör zu, wenn du da bist und sagst, ich möchte die Entscheidung nehmen heute Abend, ich gehe in diesen Plan hinein. Und du bist beschlossen, vom anderen Plan rauszugehen, der Plan der Ängste, der Sorgen. Dann heb noch deine Hand, ich möchte für dich beten. Nichts anderes als, sage ich über Gott, ich will das haben. Ich will mich beschließen, von diesem Jammertal rauszugehen. Ich will in dieses prophetische Tal hinein. Heute Abend stehe ich an dieser Kreuzung vom Jammertal, von der Klagemauer, in dieses prophetische Tal der Verheißung Gottes reinzugehen. Danke, Herr, dass du nicht nur die Hände, sondern dass du die Herzen der Menschen siehst. Und dass wir heute Abend hier diese Entscheidung nehmen. Danke, Herr, dass in dieser Armee, diese prophetische Gebetsarmee in Deutschland, die Schwabe ganz vorne werden sein. Du wirst sie wunderbar gebrauchen. Du wirst sie wunderbar gebrauchen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen. Ich möchte nur etwas machen. Nicht für mich, sondern ich möchte es einfach für Pam machen, für die Organisation. Wenn du heute Abend da bist und du möchtest ein Opfer für die Erweckung geben. Doro wird uns ein Lied singen und dann möchte ich die Mitarbeiter, lasst die Körper vorbeigehen und gebt etwas rein nach eurem Herzen. Nach eurem Herzen. Gott wird euch segnen und dann werden wir noch eine Gebetszeit haben. Du bist der Gott, der mich hat. Du bist ja.
Fließe über mich, fließe.
in des Meeres seiner Gnade, dass dich auch in Tiefen tritt. Komm her, Jesus, komm. Mit deiner Auferstehung.
Ich bin geborgen, du stehst zu mir, liebe Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir wege ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, oh, ich liebe dich. Himmlischer Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du fühlst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Ich tue, ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein haufst neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes verlangt. Ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes verlangt. Nicht, was ich tue, ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Du allein erfüllst mein
was ich tue. Ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Nichts, was ich tue. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein, du hauchst neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Ich tue, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Oh Gott, es sei dir Ehre. Gott, es sei dir Ehre. Gott, es sei dir Ehre. Du hast Großes getan.
Tag erscheint. Es ist nichtig und klein.
Du bist mit uns am Abend und am Morgen. Ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Warten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns.
Oh.
Tschüss aus Heidelberg. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auf eure Zeugnisse. Ein Gott, der Wunder tut, ein außergewöhnliches Zeichen und Wunder, was er bei dir getan hat. So gib Gott die Ehre. Wir wünschen dir, sei geheilt durch seine Wunden. Sei befreit durch seinen Namen. Ein Gott der Heilung. Ein Gott der Befreiung. Jahwe Rapha ist sein Name. Und du bist willkommen an diesem Ort. Jahwe Rapha ist dein Name.